So, kommen wir kurz zur Erklärung des Bedienteils für die Ergoline 700. Das Gerät springt automatisch nach 3 Minuten an, falls Sie früher fertig sein sollten. Die Zeit verkürzen, drücken Sie auf Start und das Gerät springt sofort an. Sollten Sie irgendein Problem mit dem Gerät haben, funktioniert der Startknopf auch als Not aus. Bleiben Sie einfach auf dem Knopf drauf und das Gerät schaltet sofort aus. Von der Funktion der Symbole. Sie haben hier das Symbol für die Gesichtslüftung. Sie drücken praktisch auf die Gesichtslüftung, auf das Symbol und dann auf stärker oder schwächer. Körperlüftung, stärker oder schwächer. Klimaanlage ist immer eingeschaltet. Sie können die Klimaanlage aber auch ausschalten. Hier haben Sie eine Infotaste, dann informiert Sie das Gerät über Bräunungsablauf und sonstige Sachen. Schulterbräuner ist eingeschaltet, können Sie hier ausschalten. Die Leistung der Gesichtsbräuner könnten Sie auch verändern, allerdings erst nach 2 Minuten. Drücken Sie auf Minus und die Gesichtsbräuner werden schwächer. Hier haben Sie noch die angezeigte Uhrzeit. Das während der Besonnung sehen Sie dann hier, wie lange das Sie schon gebräunt haben. Sie können dann hier noch wählen zwischen verschiedenen Programmen. Das Gerät hat Aroma und Wasser. Einfach draufdrücken und die Programme laufen automatisch ab.